Hier sind wir wieder. Immer noch. Ich will eigentlich nicht. Wir haben ein Farbband. Und ich weiß jetzt noch nicht, was hinten in dem Raum auf uns wartet. Lege ich das auch erstmal raus. Munitionsarm bin ich auch fast. Naja, was soll's. Hier ist in Ruhe. Da waren wir ja schon. Dafür kommen sie jetzt hier. Wow. Würde ich ihnen hier noch zutrauen. Dramatische Musik, dum-dum. Dum-dum-dum. Ich glaube, wir können ja auch jetzt den Wasserfall wieder beschwören und so. Aber ich will erstmal wissen, was in diesem einen Raum jetzt da ist. Genau den da. In der hintersten Türecke. Ah, hier das Versuchslabor. Dem. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein, dass es nur eine normale Tür ist und kein Loading Screen. Direkt die Waffe ziehen. Hoi! Will ich jetzt wissen, warum hier so viel liegt? Warte mal, ist da das zweite Teil drin? Aber was? Prüfen. Wie? Da muss irgendwas rein, ja. Aber was? Nehme ich einfach erstmal mit. Genau wie das grüne Kraut. Und das blaue. Hä? Okay. So, und das war jetzt alles hier in diesem Raum. Tatsächlich. Echt jetzt? Hier war alles? Also das war alles? Na dann. Ob ich das mit dem roten Diamanten aufkriege? Gute Frage, nächste Frage. Wenn nicht, lasse ich jetzt erstmal da und nimm noch die Kurbel mit. Weil ich weiß ja, ich brauche Platz. Habe ich aber oft genug erlebt, dass ich nichts dabei hatte. Haben wir schon fast alles. Schön ist das. Schön. Nur das Muni-Problem macht mir so. Wenn also mich jetzt nochmal so ein dicker Boss kommt, weiß ich gar nicht, ob ich den besiegen kann. Dann nehme ich erstmal. Was? Das passt echt, tatsächlich.
Ja. Warte, passt das so? Nein. Tue ich jetzt auch mal erstmal. So sieht das schon mal richtig aus. Und andersrum wieder auch nicht. Passt das da unten vielleicht rein? Wenn ich davon ausgehe, dass dies sein. Habe ich überhaupt in so ein Teil, was da hinpasst? Nö. Das ist so ein dickes Ding. Also, wie soll ich denn das hier reinkriegen? Das Rätsel über Rätsel.
Aha. Jetzt fehlt mir ein Puzzleteil. Ne? Ein volles bisschen. Nee, passt. Hey. Das ist aber keine Brosche. Aha, jetzt haben wir den Schlüssel für das Zimmer der Spencer-Familie. Da fange ich damit jetzt an. Nehme ich das erstmal mit, gehe da in den Raum und dann kann ich ja hinten nochmal umentscheiden. Oder auf dem Weg zu dem Dings gab es doch auch eine Truhe. Gute Frage, nächste Frage. Nö. Es spawnt jetzt kein neuer. Nur weil ich den Spencer-Schlüssel habe. Habt ihr verstanden? Alles bleibt so, wie es ist. Endlich. Zack, boom, tot. Dam, dam, da. Was mich wohl in dem Spencer-Raum erwartet? Aber ich dachte jetzt echt, am Ende gehen wir so mit einem roten Kristall schön raus. Nee, natürlich nicht. Weder Jill noch Rebecca oder Wesker haben wir seit der Residenz gesehen. Eigenartig, eigenartig. Naja, machst du nichts. Außer neue Munition, der will ja sagen hab. Ach ja, Maulheil. Er droppt ja nicht mal was. Aber auch so ein Erste-Hilfe-Paket direkt komplett alles heilt. Testen. Wow. Wow. Sagenhaft. Wirklich sagenhaft. Rebecca! Is she upstairs? Ah. Was? Ballabum. Habe ich jetzt schon alles aus dem Raum? Nein, noch nicht. Was übersehe ich denn jetzt hier? Ach, die Granate da vielleicht wahrscheinlich. Jawohl, eine Blendgranate. Und wahrscheinlich werde ich jetzt gleich Besuch kriegen oder so. Oder auch nicht. Ich sehe überhaupt dann noch da oben.
Ich schaue einfach mal nach und so. Aber erstmal kann ich das Teil jetzt wegtun. Ja, das brauche ich nämlich noch nicht. Obwohl, wenn ich gleich vorbeigehe, kann ich es ja benutzen. Aber dann kann ich die Winde nicht mitnehmen. Ja, Wolski. Ich will ja Pistolenmunition haben, obwohl ich die jetzt nicht mehr benutzen will. Die sind ja doch ein bisschen gemein. Gefährlich. So, und dann die Tür rechts wahrscheinlich. Ist ja über mir dann. Hm? Sonst habe ich keine Ahnung, wo die ist. Aha. Freundchen. Es geht doch. Das war knapp. Ich kann doch nichts machen. Ich muss mir das jetzt antun. Rebecca. Chris. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Und ich sag's jetzt nochmal. Bullshit! Warum trennen? I didn't mean to get you worried. Und ich wollte mir das nicht nochmal antun. Okay, der Gang ist mir egal. So. War es das dann mit den Viechern oder habe ich jetzt mir den Teufel rausgeholt? Weil dann werde ich die nicht retten. Wow! Upsa! Steht hier, echt, Sanger. Für den habe ich ja jetzt genug dann. Ich wollte gerade mich fragen, warum gehe ich diesen Scheißweg? Ah, jetzt weiß ich ja, weil ich ja unten die Tür nicht mehr benutzen kann, weil ich sie ja geschrottet habe. Ja. Ich dachte auch, so Special Ops laufen auch zusammen rum. Ich meine, die kann ja auch so nerven, wie sie will. In Teil 4 haben wir ja Ashley Graham durchgehend an der Backe. Jetzt mal vorweg, da der Teil ein bisschen später rauskam. Ja. Aber trotzdem. Ich meine, zu der Zeit war das echt schon eine Leistung, was das Spiel konnte. Aber es war an manchen Stellen, da denke ich mir so. Boah, wäre jetzt was gekommen, hätte ich gesagt, Bitch, fick dich. Wäre ich überhaupt in dieses scheiß Bergwerk? Ich weiß es gar nicht. Also ich bin mir sicher, ich will da nicht rein. Oder was es auch erscheinen soll. Der lässt seine Zettel auch immer da. Können wir nicht abfackeln? Und kriegen dann noch was draus? Dokerschwärze. Noch was anderes Tolles. Warte mal, hier laufe ich doch. Ist das der richtige Weg? Damit laufe ich zur Residenz. Da will ich aber nicht hin. Bevor wieder dieses komische Krüppelfiech kommt, mich wegklatscht. Nee, da muss ich sein. Gucken wir mal. Wildig. Mist. Gehen wir durch dieses schöne Bauerntor. Hey, ich habe immer noch keinen Platz. Und ja, ich muss hier nochmal durch. Weil, ne? Ich hoffe, die ganzen Schlangen sind jetzt nicht da.
die geregnet haben. In der Bibel wird gesagt, es würden Kröten regnen und so und die Pesten alles, aber hier sind es Kackschlangen. Ja, Mistviech. Hey, übertreib doch nicht. Nee. So ein Scheiß. Ist gut. Mach. Platz. Hä? Was für ein Schwachsinn. Ja, nee, was denn sonst? Ich will es benutzen, Mann. Nein, ich will es mir nicht. So. Danke sehr. Ich krieg da jetzt einen Stromschlag vor. Oder mich greift jetzt irgendwo ein Viech an. Ein Viech steht zurück. Und ich wollte gerade schon fragen, warum vibriert das auf einmal? Nicht jetzt einfach mal so mit. Kombinieren muss ich ja jetzt nicht. So. Da wir jetzt den Aufzug runterrufen können. Und wir den Wasserfall ja jetzt auch wieder abnehmen können. Wer jetzt rechnet jetzt da vorne auch noch? Da ist ein quadratisches Loch. Ja, und ich habe den Scheiß dazu. Wie Sie sehen. Sehen Sie nichts? Warum habe ich das Teil jetzt noch? Kann ich schwimmen gehen? Weh, das fette Viech kommt jetzt da raus. Ich will da eigentlich nicht runter. Wir sollen das da nicht rein. So, wo es dunkel und feucht ist. Nee, habe ich eigentlich nicht vor. Aber ich werde gezwungen. Ja, und dann noch eine Leiter runter. Will ich das? Nee. Und es ist unbekannt, wo ich hinkomme. Runter. Ich weiß nicht, warum. Aber ich kann hier speichern. Ich werde es jetzt auch erstmal speichern. Ja. Ich weiß nämlich nicht, was mir jetzt hier unten noch widerfahren wird. Es wird auf jeden Fall derbst mir aufs Maul hauen wollen. Wie so fast jedes Teil hier. Jetzt gehe ich zurück und gucke mir die erste Tür an. So eine Stahltür. Guck mir die Karte an.